Mann. Sarah, was wäre denn hier das Problem gewesen? Du siehst mich doch nicht, oder? Ach shit, wie komme ich denn da oben dann wieder runter? Ah ja, okay, sehe ich schon. Ja, sehr gut. Hier machen wir den Sprung nach drüben. Nach dem Umziehen folgt ihr mir zu dem Stück. Capito? Tieni. Oh nein, jetzt reitet er mit dem Pferd weg. Ah, oh, bitte reite in die Richtung. Bitte reite in die. Nein, lass dich fallen, Junge. Lass dich fallen, lass dich fallen, lass dich fallen, lass dich fallen. Ah, das kriege ich noch hin. Komm, das kriege ich gewuppt. Sehr gut. Puh. Oh, das war knapp. Alter Falter. So, jetzt kommen wir auch in gemütlichen Trab. Den Kollegen hier verfolgen. Oder verteilt er jetzt jedes Mal? Verteilt er jetzt jedes Mal an Wachen neu? Wenn da standen so viele Wachen, dann hätte er doch einfach einer Wache, die Kostüme geben können und der verteilt die einfach. Ich meine, das ist das Militär. Das hat damals genauso gut funktioniert wie in heute. Auf jeden Fall besser funktioniert als heute. Also das hätte man ruhig machen können. Ah, wie, du gibst jetzt den anderen Leuten noch. Ah, wo geht der denn hin? Ich wollte gerade sagen, zum Stadttor wird er so nicht raus wollen, dann brauchen wir ihn ja auch nicht zu verfolgen. Oh. Hi, hi! Meldet alle Verbrechen der Guardia! Oh. Will er denn hin? Achso, Verfolgungsmissionen über mehrere Kilometer lohnt sich einfach nicht. Allein schon von der Dramaturgie her. Das ist. Guckt ja auch nicht zurück. Ist ja nicht so, als wenn ich mich dann jetzt auch jedes Mal verstecken müsste. Das ist doch, komm, das ist doch exakt, wir sind doch im Kreis geritten, das ist doch exakt derselbe Ort wie gerade eben. Hör mir doch auf. Hör mir auf, das ist derselbe Ort wie eben. Aber zumindest ist er genauso aufgebaut. Wie komme ich denn jetzt am besten das mal hier? Los, hoch. Weg den Hinter. Ah, ja, oben. Sehr gut. Wenn das mal nicht läuft. Nach dem Umziehen folgt ihr mir zu dem Stück. Capito? Das ist für dich. Sehr gut. Ah, da. Ja klar, da auf das Dach guckt er natürlich. Ist ja gut, jetzt lauf endlich weiter. Bitte nimm das schwarze Pferd, bitte nimm das schwarze Pferd. Sehr gut. Sehr gut, Mensch. Wenn das mir nicht flüssig lief. Hätte ich vorhin wahrscheinlich auch keinen Pfeilhaken. Nein, ich sollte was trinken, Glas ist aber schon leer.
Hätte vorhin den Pfeilhagel wahrscheinlich gar nicht nutzen brauchen. Aber das reicht jetzt. Also jetzt nochmal hier 10 Kilometer reiten, nur für so ein beschissenes Kostüm. Die haben das Spielprinzip doch verstanden. Also jetzt ziehen sie es unnötig in die Länge, wenn nochmal so ein Ding kommt. Aber ich sagen muss, es war schon sehr, sehr glücklich, dass wir da gerade eben so gut durchgekommen sind, ohne das Gebiet tatsächlich auch zu kennen. Also das ist schon Glück gewesen. Ich bin der Meinung, wir können das im Großen und Ganzen wesentlich natürlich. Wir können das im Großen und Ganzen wesentlich einfacher haben. Wo soll ich denn jetzt lang? Mist, nicht schon wieder. Kann ein frommer Mann. Nach dem Umziehen folgt ihr mir zu dem Stück. Capito? Il tuo costume. Sehr gut. Was denn? Die Synagoge entdeckt. Von wem denn? Von dem Typen, der da unten hier auf seinem E-Book liest, oder was? Von wem wurde ich denn jetzt bitte schön erwischt? Das kann nicht wahr sein. Oder habe ich die einfach nur zu früh getötet? Naja, zumindest weiß ich, wo er jetzt hinläuft. Also das Areal ist nicht besonders groß. Irgendjemand muss mich erwischt haben. Habe ich eine Wache übersehen? Wurde mir das die ganze Zeit eventuell irgendwo angezeigt? Bin ich mir halt gerade zu nicht sicher. Ich verschwinde. Alter, natürlich. Wo ist der? Ich helfe mir. Ihr seid doch ein guter Christenmensch und der Barmherzigkeit verbunden. Alter. Der muss natürlich jetzt genau da stehen. Das, das geht ja gar nicht anders. Mann hat sicher ein paar Florin übrig. Eine Minute. Nach dem Umziehen folgt ihr mir zu dem Stück. Capito? Ich glaube, ich springe jetzt direkt in sein Gesicht. So, jetzt muss ich da irgendwie wieder rauskommen, ohne entdeckt zu werden. Auf ein Wort! Seine Geist, Moment! Der kommt mir bekannt. Ups, sehr gut. Er nimmt kein Pferd mehr. Er nimmt kein Pferd. Das ist schon mal vom Vorteil. Und er geht direkt ins Kolosseum. Okay. Meine Frau ist wieder... Il Colosseo. Ich hoffe, die Bauern haben eine Lohnung. Ich suche Pietro. Auf der Bühne, Signore. Einer meiner Männer führt euch hin. Nicht vergessen. Ich trage das schwarze Wams. Schützt mich und wartet, bis Pilatus nach dem Centurio ruft. Ich muss vor ihm zu Pietro gelangen. Hallo und herzlich willkommen zurück. Gab eine kleine Unterbrechung, deswegen musste ich jetzt extra auf die neue Session warten, bis wir hier weitermachen können. So, wir sind natürlich immer noch in der Mission. Gut, ich werde es wahrscheinlich teilweise gar nicht mitbekommen haben. Wir müssen natürlich jetzt in das Kolosseum rein. Müssen wir da hoch? Ist das eine Option? Müssen wir da hinklettern? Das ist natürlich die Frage, entledigen wir uns dem Gegner oder nicht? Dafür müssen wir gucken, ob hier unten ein Gegner ist, der dann die Leiche finden könnte. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Niemanden, volle Synchronisation fehlgeschlagen. Ah ja, okay. Das wäre also ein Schütze gewesen.
Sehr gut. Läuft doch. Kann man schon mal so machen. So, wie sieht's hier drüben aus? Da scheint niemand zu sein. Hier hinter der Abdeckung ist auch niemand. Okay, alles klar. So, den ersten Checkpoint haben wir erreicht. Der nächste müsste dann eventuell noch weiter oben sein. Ich meine, komm, jetzt wo wir schon mal angefangen haben, die Gegner zu töten, können wir das eigentlich direkt weitermachen. Wichtig ist, dass wir, wie gesagt, unbemerkt bis auf die Spitze kommen. Und da wir hier auch noch einen Synchronisationspunkt haben. Bin ich schon der Meinung, das sollten wir... Ach nee, warte mal. Komm her. Sehr gut. Liegen jetzt schon ein paar unten. Vier Stück haben wir's. Vier Stück haben wir schon uns hochgearbeitet. Aber wir bleiben weiterhin vorsichtig, natürlich. Also wir müssen uns jetzt hier nicht nachsagen lassen, dass wir es verbockt haben, weil wir jetzt ganz kurz nicht aufgepasst haben. Naja, komm, kletter weiter. Ich würde gerne, wenn ich schon einmal hier oben bin, und ich hoffe, dass ich jetzt für jeden nachvollziehbar, natürlich den Aussichtspunkt hier mitnehmen. Eventuell haben wir ja auch die Möglichkeit, wenn wir schon ganz da oben sind, vielleicht über die Außenmauer. Na komm, noch ein bisschen höher. Über die Außenmauer, wo niemand patrouilliert, dann zu laufen. Sehr gut. Habe ich es mir doch gedacht. So. Dann haben wir nämlich gleich den Hafen. Weg hier. Mann. Das ist nicht genügend Platz für uns beide, Flattermann. Sauber. So, dann nutze ich übrigens gleich mal die Gelegenheit, während hier jetzt noch nicht so viel passiert, nochmal unseren Lasse zu grüßen. Ja, weißt schon, derjenige, der gemeint ist. Und natürlich unseren Sprudelmännlich. Unsere beiden fleißigsten Zuschauer hier. So. Ich ahne, wo ich lang muss. Muss aber sagen, wenn da unten das Theaterstück stattfindet, üben die nur? Weil ich habe da jetzt keine Zuschauer gesehen, muss ich sagen. Oder waren da Zuschauer? Nee, da waren keine Zuschauer. Es wäre natürlich wesentlich spektakulärer, wenn das wäre. Mein Gott! Ja. Mein Gott! Warum hast du mich verlassen? Merda, welches Kreuz ist Pietros? Hört, wie er nach diesem Elia ruft, auf dass er ihm helfe! Wartet, und wir werden sehen, ob Elia sich herwagt oder nicht! Mich dürstet sehr! Ja, du wirst nie mehr trinken! So, und jetzt sieht es so aus, als müssten wir ein bisschen Gas geben. 5 Minuten haben wir Zeit. So, erst die Schützen eliminieren. Und dann... Was war das, Andro? Keine Ahnung. Muss ich zugeben, habe ich nicht schnell genug aufgepasst. So, gut. Was? Alter. Wo ist der hin? Weg. Da wahrscheinlich gar nichts. So. War ich natürlich... so unaufmerksam und hab tatsächlich zugelassen, dass ich da selber oben lang laufe. War natürlich nicht so clever. Den ersten Schützen haben wir da unten. Haben wir gleich 2 Schützen dort unten. Ja, das macht's jetzt auch nicht einfacher. Die Frage ist, können wir auch von dort unten wieder hoch? Dir gesagt, die gute und längst
überfällige Tat. Ich werde tun, was er mir gesagt. Doch ihr seid...